Also wir haben wieder einen Automaten A gegeben. Der besteht nur aus den Zuständen, die erreichbar sind. Ja, also Dinge, die nicht erreichbar sind, die können wir eh von vornherein eliminieren, weil die tragen nicht zu der Sprache des Automaten bei. Also die können wir weglassen. Also es ist ein erreichbarer Automat. So, dann haben wir, betrachten wir die folgende Menge. En, das ist das, was ich da eigentlich gerade skizziert habe. Partitionierung meint, das ist die Menge der Äquivalenzklassen, die entstehen. Das heißt, En ist das folgende. Das ist die Menge aller Äquivalenzklassen bezüglich Wortlänge n. Beispielsweise das, was ich hier aufgeschrieben habe, die Partitionierung bezüglich Wortlänge 1 besteht aus diesen vier Äquivalenzklassen. Das ist sozusagen die Menge E unten 1. Mit E bezeichne ich jetzt die Partitionierung, die sich aus dieser ursprünglichen Relation, von der wir aus mal ausgegangen sind, dieses Tilde unten L-Sprache des Automaten. Also sozusagen mit der wir die äquivalenten Zustände definieren können. Das ist im Prinzip die Begründung dafür, dass das Ganze funktioniert. E unten n plus 1 ist eine Verfeinerung von E unten n. Und zusätzlich, dass das E selbst auch eine Verfeinerung von E unten n ist. Und das heißt das folgende, dass die Äquivalenzklasse bezüglich Tilde enthalten ist in der Äquivalenzklasse bezüglich Tilde n plus 1. Und die wiederum ist enthalten in der Äquivalenzklasse bezüglich n. Was heißt das hier mit Blick auf das Beispiel, was wir eben hatten? Wenn ich hier jetzt eine Partitionierung habe in zwei Äquivalenzklassen, hier bezüglich Wortlänge 0, ja, wir haben die Äquivalenzklasse mit dem Repräsentanten Q1, das sind sozusagen diese beiden Zustände hier, Q1, Q3, und die zweite Äquivalenzklasse Q2 besteht aus diesen vier. So, und die Aussage, die ich da gerade hingeschrieben heißt, nur, dass sozusagen ein Zustand aus dieser Äquivalenzklasse in dem darauffolgenden Schritt niemals in so eine andere Äquivalenzklasse rüberspringen kann. Das Einzige, was passiert, dass wir die Äquivalenzklassen immer weiter aufdröseln, immer weiter verfeinern, im Prinzip immer kleiner machen. Aber es kann niemals passieren, dass, wenn ich mir dieses Bild dann hier angucke, dass dann auf einmal Q5 beispielsweise in irgendeinem der folgenden Schritte äquivalent ist zu einem der Zustände, wo wir vorher schon mal festgestellt haben, die waren nicht äquivalent. Wir bleiben sozusagen immer innerhalb dieser Spalten, die hier jetzt mit diesen dicken Strichen gekennzeichnet sind. Und es wird halt aber immer enger. Aber das ist diese Aussage. Die zweite Aussage ist die folgende: für alle Zustände Q1 und Q2 aus K und für alle n aus n gilt, dass die bezüglich Wortlänge n plus 1 äquivalent sind, wenn das folgende gilt. Die sind äquivalent bezüglich Wortlänge 1 und für alle Zeichen des Alphabetes gilt, dass, wenn ich von diesen beiden Zuständen Q1 und Q2 mit dem A loslaufe, also die Übergangsfunktion anwende, ja, dann ist das Ergebnis, das kommt ja auch wieder ein Zustand raus, die beiden Zustände sind äquivalent bezüglich Wortlänge n. So, und das Dritte, wenn wir eine Partitionierung haben, die sich nicht weiter verfeinert, also wenn gilt, dass die Partitionierung bezüglich Wortlänge n plus 1 identisch ist zur Partitionierung bezüglich Wortlänge n, dann können wir aufhören. Ja, dann ist die letztendliche Partitionierung, die wir erreichen wollen, und dann sind wir im Prinzip fertig. Dann gibt es auch keine weitere Verfeinerung bezüglich beliebig langer Wörter. Also das war ja unser Ausgangspunkt. Wir müssten eigentlich was zeigen für alle Wörter über dem Alphabet, auch für beliebig lange. Und wir grenzen das jetzt auf eine endliche Anzahl von Zeichen, also bis Wortlänge n, vom Schritt n auf n plus 1. Wenn sich da nichts mehr tut, dann wird sich auch im weiteren Verlauf und Betrachtung noch längerer Wörter nichts mehr tun. Das ist diese Aussage. Ein finales Ende wird man definitiv erreicht haben, wenn das Folgende gilt, wenn nämlich, naja, wenn wir jeden Zustand in der eigenen Äquivalenzklasse haben. Wenn es keine Zustände gibt, die zueinander äquivalent sind. Bezogen auf die Äquivalenzklassen und diese Partitionierung heißt das, wenn jede Äquivalenzklasse aus nur genau einem Zustand besteht. Das ist im Prinzip, beschreibt A das Vorgehen und die Terminierung und auch die Gültigkeit. Der Algorithmus, den ich Ihnen jetzt eben skizziert habe, dass wir nämlich Schritt für Schritt immer längere Wörter betrachten, dass das irgendwann terminiert, das steckt hier unten drin. Wobei die Grenze ist mir gerade unklar, weiß ich nicht. Das Zweite, dass wir damit dann die letztendliche Zustandsäquivalenz herstellen können, wenn wir nämlich einmal terminiert haben hier, wenn wir also sozusagen keine Verfeinerung erreichen. Genau, hier die Berechnung, wie wir daran kommen. Wenn man das jetzt konkret tut, an dem Beispiel hier, dass ich sozusagen jetzt immer wieder Wörter mit wachsender Wortlänge betrachte, das wird relativ aufwendig.